Sie kuscheln, sie schnurren und verschönern unser Leben, aber manchmal treiben sie uns auch ziemlich in den Wahnsinn. Wir reden heute über das mit Abstand coolste Haustier der Welt, die Miezekatze. Denn ab sofort dreht sich auf dem YouTube-Channel von Zoo Royal alles rund um die Katz. Was ihr allerdings an Erstausstattung benötigt und was ihr unbedingt beachten solltet, wenn die Katze bei euch einzieht, das erfahrt ihr jetzt. Hey Leute, ich bin Anni und heute dreht sich alles um die Erstausstattung für euren flauschigen Mitbewohner. Zuallererst das Wichtigste, das richtige Futter. Im Idealfall füttert ihr das Futter weiter, was die Katze auch bei ihrem Vorbesitzer erhalten hat. Denn das erleichtert die Eingewöhnung und schont den Magen-Darm-Trakt. Ich mache es zum Beispiel so, dass ich das Futter dann in Edelstahl- oder Keramiknäpfe gebe, da diese einfach in die Spülmaschine können und das die Arbeit total erleichtert. Außerdem habe ich eine Napfunterlage und wenn was daneben geht, kann ich das einfach schnell abwischen. Das spart enorm viel Zeit. Zum Thema Wassernäpfe, da gibt es eine ganze Menge zu beachten, was man als Laie überhaupt nicht weiß. Es ist zum Beispiel so, dass Katzen es nicht gern haben, wenn der Wassernapf und der Fressnapf direkt nebeneinander stehen. Deshalb solltet ihr lieber ein paar Näpfe in der Wohnung verteilen und immer ein Stück vom Fressplatz entfernt aufstellen. Außerdem könnt ihr natürlich auch Trinkbrunnen benutzen. Das ist super interessant. Ich nutze die persönlich auch total gerne und meine Katzen nehmen das super an. Und hier ist es nämlich so, dass sich das Wasser bewegt und das besonders spannend für Katzen ist. Der Kratzbaum gehört mittlerweile sicherlich zu den Klassikern in jedem Katzenhaushalt. Ich persönlich habe schon seit 6 Jahren das gleiche Modell und das wird von meinem Emil heiß geliebt. Er schläft jede Nacht auf seiner Liegefläche und ich persönlich achte darauf, dass die immer schön sauber ist. Also immer wenn ich die Wohnung durchsauge, dann nehme ich einfach mal diese Liegeflächen mit und saug auch nochmal am Sisalseil ab. So hat er es immer schön gemütlich und sauber. Das heißt aber, dass nicht jede Katze wie mein Emil so einen Kratzbaum toll findet. Andere bevorzugen Höhlen oder Relax-Liegen. Das müsst ihr einfach mal persönlich für euch auschecken, was da das Richtige ist. Kommen wir jetzt mal zur Fellpflege. Hier gibt es die unterschiedlichsten Varianten an Bürsten und Kämme. Hier haben wir zum Beispiel ein Modell mit so metallernen Borsten. Es gibt aber auch Noppenhandschuhe und andere Sachen. Ihr müsst da einfach mal checken, was für eure Katze am besten ist. Das ist völlig individuell und jede Katze steht da auf was anderes. Ich nutze zum Beispiel schon seit Jahren diesen Furminator hier. Und da ist es so, da sammelt sich das ganze Fell vorne in der Bürste. Dann drückt man das hier so raus und hat das in der Hand. Super easy. Und es ist so, ich sammle da immer das ganze Fell von meinem weißen Emil zusammen und habe mittlerweile einen großen weißen Flauschball. Vielleicht stricke ich irgendwann mal ein paar Socken draus und verschenke die zu Weihnachten. Ein weiteres super wichtiges Thema ist natürlich die Katzentoilette. Grundsätzlich gilt dabei, dass ihr mindestens eine Toilette mehr im Haushalt haben solltet, als ihr Katzen habt. Ich habe zum Beispiel meinen Emil und meinen Pablo, das heißt, dass ich 3 Toiletten zu Hause habe. Welche Toilette ihr konkret benutzt, das könnt ihr natürlich total individuell und nach dem Vorlieben von eurer Katze entscheiden. Ich würde vielleicht einfach mal beim Vorbesitzer nachfragen, an welche Art des Klos die Katze gewöhnt wurde. Außerdem gibt es super Vorlegematten, die mittlerweile richtig schick sein können. Und auch die passende Streu sind natürlich total wichtig, damit nichts daneben geht. Aber dazu erzähle ich euch in einer späteren Folge noch viel mehr. So, jetzt haben wir also erstmal die Grundausstattung für die Katze zusammen. Jetzt sollten wir uns aber nochmal in unserem Zuhause umgucken, was wir hier noch verändern können, damit es wirklich katzensicher ist. Es ist zum Beispiel leider so, dass ganz viele Blumen und Zimmerpflanzen giftig sind. Dazu gehört zum Beispiel der Palmfarn, aber auch Tulpen, Osterglocken oder bestimmte Fikusarten. Diese sollten erstmal gänzlich aus dem Haushalt verbannt werden, damit hier kein Unglück geschehen kann. Denkt auch unbedingt an euren Balkon. Ich habe das so gemacht, dass ich den vor 2 Jahren eingenetzt habe und das hat auch meine eigene Lebensqualität sehr gesteigert, denn seitdem ist das nämlich so, dass wir die Sonne draußen zu dritt genießen können und mich nicht mehr traurige Katzenaugen angucken, wenn ich draußen sitze und sie nicht mit raus dürfen. Es ist sogar so, dass ich einen Balkonkasten mit Gras bepflanzt habe und da sitzt mein Emil jetzt super gerne und chillt einfach in der Sonne und genießt das sehr. Aber auch andere Gefahrenquellen lauern im Haushalt. So ist das zum Beispiel mit Kippfenster, das ist ein Riesenthema, da muss man unbedingt drauf achten. Oder mit Waschmaschinentrommeln, weil sich hier oft Katzen verstecken. Dazu zählen aber auch offene Toiletten und eingelassene Badewannen, Feuerquellen wie Kamine und Kerzen. Achtet hier einfach unbedingt darauf und seid immer schön aufmerksam, damit kein Unglück geschehen kann. Außerdem könnt ihr natürlich vorher auch den Tierarzt fragen und zu Rate ziehen, denn der kann euch bestimmt ganz viele hilfreiche Tipps im Umgang mit eurer Katze geben. So, nun ist es endlich soweit und die Katze kann bei euch einziehen. Bevor sie allerdings kommt, solltet ihr in einem ruhigen Raum etwas Wasser, Futter, ein Spielzeug und das Katzenklo bereitstellen. Dann könnt ihr die Katze in einer großen Transportbox abholen.
Vielleicht habt ihr sogar die Möglichkeit, eine Decke oder was Ähnliches vom Züchter oder aus dem Tierheim mitzunehmen, denn das würde der Katze die Eingewöhnung erleichtern. Zu Hause angekommen, könnt ihr die Transportbox dann in den entsprechenden Raum stellen. Öffnet die Tür und lasst die Katze selbstständig rauskommen. Ganz wichtig ist, dass die Katze Ruhe und Zeit hat, ihre Umgebung eigenständig kennenzulernen. Wenn es eure Katze schon gewöhnt ist, könnt ihr sie natürlich auch anfangs mit Geschirr und Leine rausbegleiten und gemeinsam die Umgebung erkunden. Bei mir war es ja zum Beispiel so, dass mein Kater Pablo erst 3 Jahre nach Emil eingezogen ist. Sollten auch bei euch im Haushalt schon andere Tiere leben, macht es auf jeden Fall total Sinn, sich vorher nochmal intensiv mit der Zusammenführung zu beschäftigen. Wir haben dazu schon einen Magazinbeitrag veröffentlicht und den verlinke ich euch hier oben mal in die Infobox. So, das waren jetzt natürlich schon mega viele Infos für euch. Ganz wichtig bei allem, bleibt ruhig und gelassen und gewährt der Katze ausreichend Zeit für ihre Eingewöhnung. Nur so kann eine tolle Bindung zwischen euch entstehen. So, und nun war es das schon mit der ersten Folge. Ich freue mich auf das nächste Mal. Bis bald!